Willkommen in meinem kleinen Tutorial über 3D-Druck. Ich habe vor, in den Videos, die jetzt folgen, unter anderem auch das, euch zu zeigen, was ich hier bastel. Sprich, ich baue einen 3D-Drucker. Mache ich zum ersten Mal, habe ich noch nie gemacht. Also, dass es hier nicht gleich hier die Erkenntnis kommt, es muss alles funktionieren. Ich werde euch zeigen, was ich hier bastel. Ich würde sagen, ich zeige es euch sofort, was hier funktioniert, was nicht funktioniert. Ich werde versuchen, mit euch Schritt für Schritt das Ganze durchzugehen, was ich hier gebaut habe, ein bisschen immer was dazu erklären. Und alle Teile, die ich verwende, versuche ich immer unten in die Infobeschreibung einzufügen. Das heißt, falls ihr das braucht, euch nachkaufen wollt, klickt es einfach an, kauft es euch und dann habt ihr es. Das ist jetzt zum Beispiel hier, was ich hier auf dem Tisch liegen habe, meine X-Achse, die später da sein wird. Ich habe jetzt hier bestimmte Teile nicht bei Amazon gefunden, sondern die musste man extern kaufen, weil einfach die Qualität bei Amazon nicht gestimmt hat. Und ich gesagt habe, okay, aber man muss da irgendwo Kompromisse finden. Aber ich schicke euch trotzdem den Link zu der Firma, wo ich das bestellt habe. So, das ist jetzt meine X-Achse. Die ist für den Schlitten. Ich werde einen Doppel-Extruder dann haben, also mit Filamentlader. Wird alles hier an Bord sein. Wir haben vor, 50x50 Objekte drucken zu lassen. Und ja, ich zeige es euch mal. Ich habe jetzt einfach hier an Arduino Mega ganz kurz so einen Inkrementgeber angeschlossen, wo ich das Ganze hier hin und her bewegen kann. Ja. Also das heißt, dementsprechend weiß er, in welche Richtung er fahren soll. Und man sieht, es fährt hin und her. Man sieht ja auch leichte Ölspuren, wenn man genauer hinschaut. Das liegt daran, dass dieser Fahrschlitten für Industriestandards sind und für einen Hochleistungsschlitten sind. Die können theoretisch 1 Meter pro Sekunde fahren. Ich hoffe, dass wir im Bereich 20, 30, vielleicht sogar 40 Zentimeter pro Sekunde Verfahrweg haben. Jetzt ist es so, dass wir gerade eben noch, das ist ein Prototyp, ja, wie es halt so ist. Er funktioniert ganz einfach. Ich habe hier Umlenkrollen mit Zahnrädchen, ja, in der Baugröße. Die links gibt es natürlich unten dran. Und zwei Lager jeweils, hier zwei, ist vorläufig eine 5 mm Welle, dann wird es das rüber. Auf der anderen Seite ist auch eine 5 mm, hier ist eine Achse, Entschuldigung, das ist keine Kraftübertragung, das ist eine Achse. Hier haben wir eine Welle, 5 mm Welle, Wellenkupplung und den Motor. Ich tue euch das mal schön von der anderen Sicht zeigen. Also man sieht dann hier in dem Bereich sozusagen die Wellenkupplung und die zwei Zahnräder mit den Riemen, Zahnriemen. So, der Zahnriemen ist auf einer Seite von der von dem Schlitten befestigt hier fest, ja. Und auf der anderen Seite habe ich hier so zwei Doppelbefestigungen, um den Riemen einzeln zu spannen. Ihr seht aber auch, dass der Schlitten nicht ganz gerade ist, liegt an meinem 3D-Drucker. Ich hatte ein bisschen nicht aufgepasst und den im Zug stehen lassen, ja, und es hat dann sozusagen diesen Wobbing-Effekt zur Folge gehabt, dass sich das vom Druckbett ablöst, ja, und ist halt ein bisschen schief gelaufen, aber für einen Prototypen reicht es erstmal. Ich werde das nochmal nachdrucken, aber heute nicht. So, das ist der Plan. Noch zusätzlich kommt natürlich eine Schleppkette für oder Kabelschleppkette, wie ihr das nennen wollt, für den Transport der Kabel, weil wir wollen möglichst das Ding effektiv nutzen zu lassen. Hier unten wird dann noch ein Blech befestigt, wo dann das Ding hier drauf ist. Und ja, geplant ist es, eine H-Form zu haben in diese Richtung und in diese. Ich habe jetzt mal Tests durchgeführt im CAD-Programm, Belastungstests, wie sich das verhält. Wenn ich rechne, diese ganze Schiene jetzt, wie sie aufgebaut ist, ist eine 80 cm, wir werden später auf eine 70 runtergehen. Diese Schiene mit den Extrudern und allen drum und dran wird ca. 3 Kilo wiegen, auf zwei Schienen verteilt. Wenn man dann die Belastungstests im schlimmsten Fall anschaut, haben wir eine Durchbiegung von ca. 50 Mikrometer, das heißt, eine H hat 100 Mikrometer, also das ist ein Maß, wo ich sage, das merken wir nicht mal, ja, in der Druckqualität kaum zu merken. Wir schauen uns das Ganze hier mal an. Das ist eine statische Analyse mit zwei Festlagern, das ist sozusagen unsere Führungsschiene, ja, wenn ich das euch mal zeige von der Seite, und sieht man das mal von der Seite, unsere Führungsschiene.
Ja, die ist jetzt extrem durchgebogen, ja. Das ist einfach nur aufgrund der Analyse hier. Und wenn wir uns das Ganze anschauen, hier wird sozusagen eine Kraft von 30 Newtonmeter, also sprich unsere 3 Kilogramm, in die Mitte gesetzt. Und wir rechnen uns einfach aus, das Programm zeigt uns die Durchbiegung, ja, und wir sehen, dass wir hier die maximale Durchbiegung, also im roten Bereich, von 54 Mikrometern haben. Die Einheit aufgepasst ist Millimeter, ja, also 0,053 Millimeter haben wir Durchbiegung. Das ist also de facto wirklich sehr, sehr wenig. Und damit kann ich leben. Das ist ja ungefähr nicht mal ein Haar dick, die Hälfte von einem menschlichen Haar. Und ich würde sagen, diese Abweichung halten wir aus und können wir als Toleranz hinnehmen. Da gibt es überall anders Schwachpunkte, wo die Abweichung höher ist. Da ist dieser Tisch schon mehr durchgebogen. So, und jetzt ist es so, dass wir hergehen. In den nächsten Videos werde ich versuchen, euch zu zeigen, wie ich weiter aufbaue. Ich werde das Ganze hier verbessern, weil der Motor, den wir jetzt haben, das ist ein NEMA 17, Modellnummer 17HS4401, hat einen Haltmoment von, was war es, glaube ich, um die 40 Newton-Zentimeter. Und das Problem ist, wenn man den schnell fahren lässt, verschluckt er sich, ja. Und wir wollen ja ein bisschen höhere Geschwindigkeiten erreichen, weil wir groß drucken werden. Und da sage ich mir, okay, wir müssen zunächst höheren Modell übergehen. Also wir werden den 23er nehmen. Der hat dann schon einen Haltemoment von fast 200 Newtonmeter. Und damit kommen wir eigentlich ganz gut klar, hoffe ich zumindest, ja. Sehen wir dann einfach, wie es sich dann ergibt. Gut. Jetzt noch ganz kurz hier zu den ganzen Verkabelungen und was ich für Teile habe. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Wir haben hier ein Arduino Mega. Es muss nicht das Original sein. Ich habe hier das Original, aber es kann auch die Kopie sein. Hier haben wir den Schrittmotortreiber. Einmal die Spannungsversorgung vom Netzteil und Ground. Zum Netzteil sage ich noch gleich was. Hier aufpassen, die Kabel von dem Modell, das war das 17er. HS441, da war das Problem, da waren die Kabel nicht beschriftet. Schwarz war, schwarz-grün war eine Spule und rot-blau war eine Spule, dass ihr das einfach wisst. Ja, und dann zu den ganzen Beschaltungen hier. Es ist so, dass ich hier plus, 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 ja, alle plus, ENA, PLU, DRR, DIR, Direction, angeschlossen habe an die 5 Volt, deswegen auch diese Vago-Klemme sozusagen, dass das alles mit angeschlossen ist. Einen genauen Plan zeige ich euch gleich im Anschluss nochmal, wie das angeschlossen ist. Könnt ihr euch kurz das anhalten und euch das anschauen. Dann jeweils die Pins, also den Minus, Minus, also Minus PLU, Minus DIR und Minus ENA, wird jeweils an den Pin 765 angeschlossen. Wie das geschaltet ist, schaut euch das im Stretch an. Da steht es nochmal dran, welcher Pin ist, und dann kann man das ganz leicht rausverfolgen. Ganz kurz zum Stretch. Ich erzähle euch nicht viel darüber. Hier sind sozusagen die Initialisierung der Werte, und an der Stelle könnt ihr vielleicht die Geschwindigkeit ändern. Das ist vielleicht interessant. Kleinere Zahlen sind schnellere Geschwindigkeiten. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier an der Stelle den Drehschalter genauer abfragen, ja, weil im Moment ist es so, dass es zwischen 1, minus 1 und 0, also drei Werte gibt es, die erreicht werden, und dementsprechend, wenn der Wert wird hier abgefragt, ob die Encoder-Position, da ist sozusagen die Variable gespeichert, wo man abfragt, wenn es größer wie 0 ist, dann fahre in die eine Richtung, wenn es kleiner ist wie 0 ist, dann fahre in die andere Richtung. Ihr könnt an der Stelle die Encoder-Position auch verändern. Wenn ihr sagt zum Beispiel, ich hätte gern bis 10 gezählt, dann könnt ihr hier zum Beispiel 9 eingeben, ja. Dann wird der Inkrementgeber bis maximal 10 zählen, also sprich 9 und dann nochmal 1 drauf, 10. Und dann könnt ihr hier zum Beispiel an der Stelle abfragen, wenn das Wert gleich gleich 0 ist, dann mache das da, ja, mit der Geschwindigkeit 55. Wichtig ist, ihr müsst euch noch überlegen, welche Direction ihr einschlägt. Also hier die eine Direction, das da hier sagt, sozusagen, man dreht in, der Motor fährt in die eine Richtung, und wenn es high ist, dann dreht es in die andere Richtung. Und ihr könntet dann hergehen, okay, ich mache jetzt zweimal Low. Und zum Beispiel, wenn der Wert gleich gleich 2 ist, dann
fahren wir mit einer Geschwindigkeit von 50, ja, und sowas könnte man irgendwie einstellen. Also wenn ihr da irgendwie so eine Geschwindigkeitsregelung mit den Drehschalter einführen wollt. Aber ansonsten erzähle ich euch gar nicht hier so viel dazu, wie die Encoder-Position, also sprich wie die Interrupts funktionieren, wegen der steigenden Flanke und. Da müsst ihr euch einfach ein bisschen einlesen in den Arduino-Bereich. Ich mache das Ganze hier noch rückgängig. Und weiter geht's eigentlich am Bau des 3D-Druckers. Und das war's eigentlich schon. Ich habe noch hier zusätzlich für den Inkrementgeber. Das ist ein Standard-Inkrementgeber für Inkrementdrehschalter von V-Keys. Und den habe ich einfach geholt, weil dass ich die Drehrichtung bestimmen kann. So könnt ihr zum Beispiel auch ein Programm programmieren, dass er eine Drehung in die Richtung soll und eine in die, um testweise einen Versuch zu machen. Aber mit den Drehschalter könnt ihr euch schon mal was basteln. So, und dann geht's weiter. Wir haben hier das Netzteil. Das ist ein recht starkes Netzteil, 24 Volt. 20 Ampere liegt daran, weil wir große Motoren betreiben werden und jeder Motor wird fast 3 Ampere ziehen. De facto brauchen wir die Leistung einfach hier. Plus minus, seht ihr da, ist angeschlossen. Und wichtig, hier kommt die Netzspannung rein. Braun ist die Phase, also L, ja. N ist der blaue Leiter für neutral und dieser gelbe Leiter ist die Erdung, also ganz außen, also dieser. Ich will da nicht hinfassen, sonst gibt es Verletzte. Passt bitte auf, wenn ihr damit arbeitet. Niemals rumbasteln und einschalten in die Steckdose. Da ist Netzspannung drauf. So, und dann kommen die 24 Volt hier raus. Wichtig, genau, das darf ich nicht vergessen. Hier gab es noch die Möglichkeit Adjust, also Einstellung. Hier hat es einen kleinen Potty. Da könnt ihr nachregulieren, wie viel Spannung rauskommt. Misst also zwischen den zwei Polen nochmal nach, ob wirklich 24 Volt rauskommen. Okay, das erwartet euch. Das Teil werde ich bauen, ja. Also H-Form unten wird sich der Boden anheben, die in Z-Richtung. Das heißt, wir werden einen 50x50 Drucker erzeugen, der im Bereich von 30 cm pro Sekunde drucken kann. Ich hoffe, dass es funktioniert. Das ist halt jetzt meine Vorstellung. Wenn es halt später langsamer ist, ist halt so, wird man halt sehen. Das ist ein Prototyp, klar wird es Probleme geben. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich es mir gedacht habe. Ich würde versuchen, mit dem möglichst geringsten Aufwand einen qualitativ hochwertigen Drucker zu erzeugen und dass der Drucker auch noch ein Lasermodul mit integriert hat. Das will ich einfach haben, dass ich auch gravieren kann, ja. Ob ich das Lasermodul dann abmachbar mache oder ähnliches, das müssen wir uns noch überlegen. Das sehen wir dann einfach. Ich denke, es macht mehr Sinn, dieses Modul ab- und hinmachbar zu machen, also sprich modular, damit man einfach die Gewichtsreduzierung hat und somit auch höhere Geschwindigkeit fahren kann. Aber ich denke, ich habe jetzt grob euch so erklärt, wie das Ganze hier aufgebaut ist und funktioniert. Das Stretch könnt ihr auch unten in den Links nachlesen, könnt ihr euch runterladen. Und ich glaube, dann haben wir alles. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, Daumen runter, schreibt mir schon rein. Mir hat es nicht gefallen, weil weiter im nächsten Video geht es dann, wenn wir irgendwie hier diese Y-Schienen gekommen sind, Führungsschienen, weil die fehlen mir gerade eben noch. Die kommen die nächsten Tage. Und dann wird dann sozusagen hier weiter gebastelt. Mein Channel abonnieren, ganz wichtig, hier unten. Ja. Mein Mech2U-Channel könnt ihr auch hier abonnieren, da bastel ich an Autos. Videos, die es hier auch in dem Bereich gibt, ich werde nämlich immer mehr noch reintun, gibt es hier. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.